So. Letzte Worte. Was machst du? Ach, du kannst verbessern, okay. Halt kein Interesse, danke. Ist es das, was du wolltest? Upp. Alter, bleib von der Kleinen weg. Ich sag's dir, ich leg dich um. Da war doch ein Geräusch. Ja, da war eins, und zwar... Aber das gibt's doch nicht. Wo sind die Freaks in der Bahn? Kann man da hoch? Nö. Also Elisabeth, ich laufe jetzt hier mal weiter, ne? Nur mal so, dezent. Falls ihr dich interessiert. Danke. So, danke schön. Ich bin gerade etwas kontrolliert, deswegen verzweifle ich gerade, dass ich ruhiger bin. Kann ich mich am Arsch lecken? Hol jetzt erstmal um. Brauch Munition wieder. Meine Güte. Puhlala. Salz ist nicht voll. Hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Ja, das wäre gut möglich. Können wir vielleicht die Dinge hier vorher mal deaktivieren, weil die sind echt böse. Da brauchst du ja ganz viel Waffengewalt, um die Blatt zu kriegen. Ich hatte auch gerade etwas Angst, dass ich runterfall. Booker, diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Ich weiß nicht, ob sie so klug ist, einfach noch zu schmeißen. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber war nicht blöd, was ich getan habe. Werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Hätte ich vielleicht noch wegschießen können? Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der Gotteslästerlichen Vox Populi. Jetzt pacen einfach mal hier lang und alles wird gut. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Okay. Der Tod hat keinen Stachel! Da. Geht klar! Also, so, einmal, zweimal, sehr lieb von dir, Süße, beweg dich doch, wenn ich dich abschieße will, Mann, das ist eine Katastrophe, Freak du. Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Das geht glaube ich nicht, wir müssen echt drücken, ich finde die Idee zwar immer noch bescheuert, aber okay. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht. Vollidiot, schieß dich halt selber ab. Bin ich recht stressfrei damit, also so ist jetzt nicht, ne? Ich töte dich. Die Hälfte haben wir. Okay.
Eigentlich hab ich ja gleich auf Anhieb drauf, aber okay. Hör jetzt mal aus. Vorlasse, ich fand's egal, du wirklich so arg. Oh, das trifft sich aber gut, dass ihr einen Patriot drauf habt. Das zieht sich ganz schön. So, dann. Vollidiot. Steht einfach direkt hinter mir, Mann, das war blöd. So, wir haben so langsam, ne? Die Strecken sind frei. Halt, ich will aber noch mal Loot einsammeln. Ah, gut. Und los geht's. Halt, nee, nimm die andere Richtung. Egal. Ja, aber da steht nicht ein Patriot, deswegen. Wäre etwas ungeil. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Ja, Bereich verlassen. Puh. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Booker, das könntest du eigentlich langsam verknickern, ne? Das sollte jetzt bekannt sein, dass sie da mitspielt bei dem Spiel. Könntest du trotzdem noch kurz warten, bis ich alles abgesucht habe. Ah, du schaffst nur die Gegenseite, okay. Ja, wir sollen da hoch, aber... Ich glaube. Los! Geht klar! Ich mach mich fertig! Sturbisch! Ja, der macht keine Gefangene. Ein sicherer Tod! So, sehr gut. Kriegen wir alles gut gelöst. Ja. Nur ein Stress machen, ne? So, nix da. Nein! Ein Handyman! Warum eigentlich immer gottverdammt normal ein Handyman? Ins Herz, der hat ein Herz. Au, ich komme hier gar nicht weg. Das ist eine scheiß Situation. Puh. Komm her, du Freak. Ei. So, warte mal, die hat nicht mit mehr Bombs. Deck für die Rene. Irgendwas mit neuer Hose bekommen. Scheiße, hier! Booker, Achtung! Danke! So, puh, da stehen wir auch der Handyman gerade. Halt die Fresse! Meine Güte, diese Handymans. Mitten ins Herz, das kann man auch nicht früher sagen. Warte kurz, ich muss nachladen, hab recht.
Ja, perfekt. Cooler Sarg, dann kommen wir in der alten Leiche einpferchen und ins Meer versenken. Da kann auch Rapture kommen, der Drecksack. Eine Medizinkiste. Skyline. Munition finden. was hast du? Salz ist immer voll, da ist nichts Problem. Munitionen, da hapert's. Die ist voll, das ist voll. Ja gut, okay, dann gehen wir weiter in der Hoffnung, dass wir noch unterwegs was finden irgendwo. Oder vielleicht einen Waffenladen, wo wir einkaufen können. Das wäre natürlich auch schön. Jetzt haben wir, weil wir ziehen jetzt vollends durch. Also ich vermute mal, es geht jetzt Richtung Ende und ja. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Achso, warte, aber... Ich will kurz noch rumgucken. Ja, guck. Ah, Armory, das ist doch nur zum Aufrüsten. Mann, Alter, ich will doch von dir nichts. Dein Kollege wäre mir jetzt lieber. Der hat mir Munition verkauft. Ah, kann ich langsam machen. Du willst reinen Tisch machen, falsche Held. Oh, ja. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Tja, sehe ich auch so. Deswegen ist dein jetzt überfällig, mein Freund. Ich dachte doch schon, was geht jetzt? Drück doch F, was passiert da? Ich glaube, ich bin skeptisch nach der Idee. Konfrontierter Karmstark. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Ja, ich bin gleich bei dir. Rein. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss... das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen... und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sag ihr die Wahrheit! Meine Hand! Sag's ihr! Bitte loslassen! Erzähl ihr von ihrem Finger! Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! So schnell ertrinkt ein Mensch nicht. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Oh. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh, doch.
Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Ja, jetzt können wir uns ja umgucken hier. Sieht schick aus, ne? Schön dekoriert. Gibt's hier eine Treppe hoch zu? Nein, irgendwas zum Looten. Arschloch. So, jetzt. Achso, jetzt. Also, den Arsch könnte ich jetzt schießen, mein, der hat einen blechen Arsch. Wahrscheinlich ein Sünd. So, jetzt gehen wir hoch. Ich hab keine Ahnung, Leute. So weit war ich schon bei weitem. Ich war schon vor 3 Stunden bin ich ausgestiegen. Oder 4? Ich glaube 4 sind es inzwischen. Sieht aber schön aus, muss man sagen. Hat man sich echt Geld kosten lassen, die ganze Sache hier. Die Brücke. Kannst du dir das mal ansehen? Kommentarlos? Gefällt mir nicht. Eine schweigende Frau. Finde die Steuerung. Wo ist die nur? Wir schauen uns mal ein bisschen nach um. Gott, was für ein riesiges Gerät. Das Ding fällt mal links nicht, aber okay. Trifft wahrscheinlich der Piepmatz dabei. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen? David, wir müssen uns bereit machen. Hast du das vorhergesehen? Und du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elisabeth, hör auf! Okay. Psst. Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los. Los, los, los. Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Booker, Raketen. Nee, Medik, jetzt brauchen wir nicht. Deckung vielleicht. Booker, sag Songbird, wo er hin soll. Booker, da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Okay, jetzt wird's ganz interessant. Auf das Kampfschiff. Booker, Kampfschiffe! Achtung! So, wir noch kurz da hoch. Oh Mann, da komme ich nicht vorbei. Sorry. Hier, Munition. Ja, danke. Oder auch notwendig gerade. Okay. Auf den Transporter! Auf den? Halt das Kampfschiff aus. Finde ich gut. Toller Vogel, gefällt mir. Aber ich nehme jetzt meine Lieblingsknarre. Pop! Gut. Im Moment nicht. Ja, ja, ist doch okay, ist doch okay. Finde ich auch geil. Danke. Da kommt noch mehr! Dass die was Besseres sind und euch so behandeln wird. Und was
Was haben wir? Nur die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Nur die Wahrheit. Oh, das gefällt mir jetzt aber. Ich kann auch in die Zukunft blicken. Und ich sehe, die haben den letzten Schuss abgefeuert. Auge! Okay, ruf ihn her! Hier, Vogel.